Hallo zusammen, hier ist der bärtige Björn und es tut mir mal wieder leid. Ich habe jetzt schon fast 3 Monate wieder kein Madden NFL 13 Video gemacht. Und das werde ich jetzt tun. Wie ihr seht, gibt es Madden NFL 13. Die Vikings Franchise geht in die Woche Nummer 17 und wir spielen unser letztes Regular Season Spiel und das ist gegen die Green Bay Packers. Dieses Spiel war im Real Life also ein sehr entscheidendes Spiel für die Vikings. Die haben es gewonnen und sind deswegen in die Playoffs gekommen. Leider hat Adrian Peterson den All-Time-Rushing-Rekord um 9 Yards verpasst. Der hat ihn fast gebrochen noch am Ende. Aber die Vikings sind immerhin in die Playoffs gekommen. Okay, dann direkt ausgeschieden. Sofort wieder gegen die Green Bay Packers in der ersten Runde. Die dann aber kurz darauf auch ausgeschieden sind. Aber das alles ist mal wurscht. Wir spielen hier Madden NFL. Uns interessiert das Real Life nicht. Wir wollen dieses virtuelle Spiel sehen. Und das hat eigentlich keine wirkliche Spannung mehr. Die Packers sind längst raus aus dem Playoff-Geschehen. Wir sind mittendrin. Wir wollen also eigentlich nur noch irgendwie dieses Spiel über die Bühne bringen und dann in 2 Wochen gut in die Playoffs starten. Denn wir haben ja die Bye-Week schon gesichert durch unser überragendes Spiel in den letzten Wochen. Und wir fangen direkt mal an mit den Packers. Aaron Rodgers kriegt natürlich den Ball und findet seinen Lieblings-Tight-End Michael Finley, der hier irgendwie den First Down kriegt. Die Verteidigung schaut hier nicht gut aus und direkt danach ist es dann schon wieder Aaron Rodgers, der Jordy Nelson, nein, Greg Jennings durch die Mitte findet für ein weiteres First Down. Danach steht die Vikings Defense aber gut und es gibt nur ein Field Goal. Nach einem weiteren Field Goal sind da die Vikings endlich mal dran und Johnny Knox holt hier ein First Down, bringt uns in die Packers-Hälfte. Und da wollen wir jetzt natürlich anknüpfen. Christian Ponder gibt endlich mal Adrian Peterson den Ball und wie immer, wenn der den Ball kriegt, gibt's einen Riesenspielzug. Adrian Peterson auf die 15. Hat jetzt schon 50 Yards. Und es ist kurz danach 4. und Inches. Und wir versuchen es mal. Und Peterson wird hier hart gestoppt von AJ Hawk. Und damit gibt es Turnover on Downs. Und die Packers jetzt hier in einer schlechten Field Position. 3. und 5. Aaron Rodgers hat viel Zeit und findet dann natürlich früher oder später seinen Receiver. Hier ist es Cedric Benson für das neue First Down. Kurz drauf. Wieder Benson diesmal mit dem Toss und kommt hier irgendwie raus und vorbei zum neuen First Down. Auf der eigenen 43 jetzt schon. Kurz drauf. Dann erneut Aaron Rodgers mit einem tollen Wurf rechts raus auf den völlig freien Greg Jennings. Damit sind sie in der Vikings-Hälfte angelangt. Und jetzt muss die Vikings-Defense endlich mal aufdrehen und hier irgendwas machen. 3. und 6. Aaron Rodgers haut das Ding in die Endzone, aber der Cornerback ist da und bricht ihn ab. Damit gibt es nur einen weiteren Field Goal-Versuch, der diesmal daneben geht. Weiterhin nur 6-0. Die Vikings sind noch immer noch im Spiel. Und Percy Harvin, wie ist der hier so frei geworden? Touchdown für die Vikings, 7 zu 6. Die Führung daheim übernommen. Christian Ponder freut sich zurecht. Dieser Touchdown hätte eigentlich nie zustande kommen dürfen. Katastrophale Defense. Und dieser Spielzug, den zeige ich aus einem sehr traurigen Grund. Ihr werdet es gleich sehen. Christian Ponder verletzt sich hier. Er wird hier blöd getackelt und kriegt noch ein paar fette Kerle auf sich drauf. Ist verletzt, wird für ein paar Wochen ausfallen. Und da kommt jetzt erstmal Joe Webb rein, der erstmal scrambled und Jerome Simpson findet. Schaut eigentlich alles ganz nett aus so. Also der wird direkt weitermachen, wo Christian Ponder aufgehört hat. Und er macht weiter mit einer Interception. Interception kurz vor der Halbzeit. Williams holt sich das Ding und das gibt noch ein Field Goal für die Packers vor der Halbzeit. Damit steht es 9 zu 7. Und im dritten Viertel dann Joe Webb endlich mal mit etwas gutem Offensivspiel. Hier zu Johnny Knox. Neues First Down. Und kurz danach ist es wieder Joe Webb, der hier draußen Jerome Simpson findet, der nur auf die 3-Yard-Linie kommt. Hey, dafür haben wir Adrian Peterson genau für diese Situationen. Und er kriegt hier natürlich den Ball und haut das Ding einfach irgendwie in die Endzone rein. Touchdown 14 zu 9. Führung wieder zurückerobert. Und die gilt es natürlich gehalten zu werden. Und die Defense macht einen guten Job dabei. Joe Webb darf weitermachen und findet diesmal den völlig freien Percy Harvin. Und den wirst du nicht einholen, wenn der mal frei ist. Den holt man nicht ein. Touchdown 21-9. Diese Führung schaut jetzt schon deutlich besser aus als gerade eben noch. Aber natürlich darf man die Packers nicht abschreiben. Die haben Aaron Rodgers. Der Typ gibt nie auf. Und das hat einen guten Grund. Er ist einfach der King. Hier raus zu Benson. Guter Tackle. Das war der dritte Versuch. Danach gibt es den 4. und 4. Sie wollen es versuchen. Und Aaron Rodgers kriegt genug Zeit gleich, um den Pass anzubringen. Ich spoil euch hier mal ein bisschen durch die Mitte auf Greg Jennings fürs neue First Down. Und damit hält der Drive weiter an Aaron Rodgers bei 2. und 10 rechts raus auf erneut Greg Jennings in Field Goal Range jetzt schon. Das heißt, sie werden jetzt mal ein paar Punkte kassieren, diese Vikings.
Und dann ist es 3. und 6. Und der kommt nicht weit genug. 4. und 3. Das gibt nur ein Field Goal. 21-12. 9 Punkte. Das ist natürlich noch 2 Scores außer Reichweite. Aber die Vikings wollen sich da jetzt nicht drauf ausruhen. Winslow hier haut da ein paar Typen einfach mal zu Boden und holt das neue First Down. Eine riesen Reception. Die erste des Tages für ihn heute. Und Joe Webb darf weitermachen. Johnny Knox durch die Mitte für das neue First Down. Da werden sie aber danach gestoppt. Gibt nur ein Field Goal. Das wird sofort zurückgeholt natürlich. Und jetzt die Packers mit einem letzten verzweifelten Versuch. Aaron Rodgers scrambled, wird getackelt. 4. und 5. Und sie werden das Ding wegpunten. Und damit sind die Vikings jetzt in einer exzellenten Lage. Können jetzt hier die Zeit zu ihrem Vorteil nutzen. Und das machen sie, indem sie Adrian Peterson den Ball geben. Und der denkt sich, hey, wieso hauen wir nicht noch einen Touchdown raus? Das ist besser, als hier nur rumzusitzen. 31-12, Riesen-Touchdown. Da geht er gleich mal in die Wand rein, weil er sich so freut. Und damit steht es jetzt 31-12. Dieses Spiel ist damit so gut wie durch. 3 Minuten 50 noch zu spielen. Rodgers kriegt hier noch eine letzte Chance. Und das ist jetzt 2. und Goal. Rodgers hat sehr lange Zeit und findet dann natürlich seinen Receiver. Touchdown. Aber das kommt alles viel zu spät. Und einhauen die Vikings jetzt übrigens noch raus. Den will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Joe Webb raus auf Jerome Simpson, der seinen Verteidiger einfach ausläuft. Und holt noch einen Touchdown. Und damit ist dann der Endstand 38-19. Die Vikings gewinnen auch ihr letztes Saisonspiel. Damit haben sie jetzt 15 hintereinander gewonnen. Bis auf das erste gegen Jacksonville haben wir 15 Spiele hintereinander gewonnen. Aber natürlich ist diese Freude nicht ganz so groß, denn wir haben Christian Ponder verloren, der bisher eine tolle Saison hatte, eine Menge Fehler gemacht, aber er war mit Adrian Peterson natürlich der wichtigste Bestandteil dieser Offense. Und der fehlt jetzt für die mindestens ersten 2 Spiele der Playoffs, sofern wir überhaupt das erste gewinnen ohne ihn. Wir wollen mal sehen, wie das so läuft nächste Woche, wenn es dann, oder nicht nächste Woche, in 2 Wochen, wenn es dann das erste Playoff-Spiel gibt. Ich werde versuchen, diese Playoffs bis zum Super Bowl, der ja diesen Sonntag ist, durchzukriegen. Ich verspreche es euch mal nicht, weil ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Aber ihr werdet es ja sehen. Bis dahin, nicht vergessen, stutzen und nicht rasieren.